und jetzt gerade in Zypern am Strand der Aphrodite. Hier soll angeblich die Göttin der Liebe aus dem Meer entstiegen sein, um den Männern den Kopf zu verdrehen. Jetzt ist es gerade ziemlich gegenlichtig. Hier scheint keine Sonne mehr. Eigentlich würde ich jetzt am allerliebsten auf den Sonnenuntergang warten, aber wir müssen weiter. Mal schauen, was ich aus der Situation machen kann. Das ist schon mal ein ganz guter Versuch. Aber ich glaube, es geht noch besser. Ich habe auf der anderen Seite der Bucht eine Felsnadel gesehen, die ausschaut wie so ein Phallus. Passt eigentlich ganz gut zum Strand der Aphrodite. Um das auch noch mit aufs Bild zu bekommen, nehme ich mein Fischauge. Da ist es ganz wichtig, dass ich den Horizont direkt in die Mitte nehme. Da sieht man nämlich die Verzeichnung durch das Fischauge kaum. Ja, und so ungefähr schaut mein Bild vor der Bearbeitung aus. Ich belichte dazu das Bild absichtlich unter, damit die hellen Zeichnungen vom Himmel noch erhalten sind. Dann helle ich die Schatten im Lightroom auf, ziehe die Lichter ein bisschen runter und ich habe noch ein ganz kleines bisschen Weiß hinzugefügt. Aber mein eigentliches Traumbild kann ich erst später machen, nämlich als es dunkel genug ist, um mit einer langen Belichtungszeit zu arbeiten. Der Basti wollte unbedingt auf die Felsnadel hochklettern. Zum Glück für mich, denn so ist mir ein ganz tolles Bild gelungen. Ich habe mit einer Verschlusszeit von 5 Sekunden gearbeitet. Während der Zeit durfte der Basti sich nicht bewegen. Ich habe das Bild auch wieder unterbelichtet und dann später im Lightroom die Schatten hervorgeholt. Ich hoffe, es war für euch eine kleine Motivation, jetzt die Kamera zu schnappen, selbst rauszugehen und ganz viele tolle Bilder zu machen. Bis zum nächsten Mal.